Oh, Sie sind's. Nehmen Sie das. Die suchen nach Ihnen. Oh, Scheiße. Da kommen Sie. Das U-Boot gehört jetzt uns. Ihr kriegt's nicht zurück, Wichser. Haltet euch, Anja. Bin unterwegs. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blazkowicz? Hoch mit dem Krüppel! Ich sage Ihnen was. Sie sind keiner. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut ihn euch an. So. Sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Fallen lassen. Oh, danke. Oh. Du, zieh sie am Kragen hoch. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast
gesagt, dass du... Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Ha? Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Tun Sie es nicht! Schlag zu! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Aber ein Tagebuch mit Perversion und Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Diese Augen jemals geliebt. Was meint sie? Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch. Willst du auch Küsschen? Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten? Ja? Sigrun, zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bring ihn her! Auch ein alter Freund von Ihnen? Ich bring sie um! Bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Mister! Aber immerhin habe ich die Blutung gestoppt. Geben Sie mir allen Grund, ihm nicht das Hirn rauszupusten. Ganz langsam. Hier ist noch ziemlich hart viel Blut verloren. Ich kann Ihnen helfen. Mit Informationen. Militärgeheimnissen. Ich weiß, wie Sie das Blut kriegen. Und da drüben sind Rettungs... Ich kenne Sie. Sie können sie von dort aus deaktivieren, dann geben sie ihr U-Boot frei. Kriegen Sie die Tür auf? Ja. Okay, Blazko. Gehen Sie da rein, finden Sie die Steuerzentrale und geben Sie das U-Boot frei. Lass mal Ihre Freundin tun. Los, ihr Mädchen! Fergus.
Respekt für den Mann, der einen Arm verliert und weitermacht, als man kann viel anstellen mit einem Beil. Einem Regimewechsel. Uns im Bootcamp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Sender und schalte ihn aus, sonst reißen die Unterwasserbomben den Rumpf auf. Wir haben einen Fehler gemacht. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. Ich habe die Maschinen-Sektion F. Oh Gott, Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Diese dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken könnten. William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig. Caroline. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Ein paar Wochen vielleicht. Komm zurück zum Umkleideraum. Vom Warte lässt sich dann raus. Ich kann man nicht heilen. Ja, du willst Fangen spielen, was? Captain? Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Wie war meine Schießanlage? Ein schönes Zuhause für uns, Carolina. Sie lagen immer richtig. William, ich kann sie immer noch hier riechen. Ausgebombte Stadt zum State Building. Je schneller, desto besser. Fergus Endek.
Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Perfekt. Ich sollte meine Waffen... Okay, der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Ignoriere den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. William, hörst du mich? Wenn du auf der Fifth Avenue bist, muss das State Building ganz nah sein. Na, Großer, willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Deine Stimme, Anya. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Meine Waffen mal aufrüsten. So, wir haben alle vom Dach geholt. Spring sie rein, Blesko. Carolina. Oh, Baby, nicht schlecht. Hast du das hier? Diese drückende Hitze. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina?
Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Ich hab den Atom. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte. Nicht sie. Hab ich eine Heidenangst. Wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Konzentrier dich, ich brauch wohl mehr Strom. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Keine Ahnung, wovon sie reden. Okay, Blazkowicz. Suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Special. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Oh Mann. Haben die nur das? Joe's All-American Diner. Genau mein Ding. Was hast du denn heute gelernt, Peter? Keine Ahnung. Sachen? Die neue Regierung lehrt dich wichtige Dinge, einen schönen guten Peter. Tag, bitte. Setzen Sie sich sofort bei Ihnen. Was darf ich denn sein? Wir schließen leider in Kürze. Das ist zum Mitnehmen. Mal sehen, ich nehme... Blazkowicz. Specie weiß, dass Sie den Generalstab angreifen. Aber er weiß nicht, dass Sie eine Atombombe dabei haben. Das müssen Sie ihm sagen. Hallo? Komm, Peter, gehen wir woanders hin. Aber Mama, wir haben nicht mal... Aber! Oh. Bitteschön. Danke. Einen schönen Tag noch. Sieh da. Eine Erdbeermilch, bitte. Oh, ich hoffe, Sie haben hier kein Feuer zu löschen. Sonst komme ich ein andermal wieder. Das Feuer kann auf jeden Fall warten, Kommandant. Eine Erdbeermilch, kommt sofort. Feuerwehrmann, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Und Sie sehen germanisch aus. Arbeiten Sie in Wache 2? Bitte schön, Kommandant. Oh, vielen Dank. Also, zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Bitte. Blazkowicz, macht Sie die verdammte Tür zu! Durch diesen Tunnel kommen Sie direkt zur Güterzugverladungshalle von Area 52. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf einem dieser Züge mitfahren. Carolina, hören Sie mich? Ich werde immer schwächer. Ohne Ihre Flügel würde ich fallen. Haben die jetzt etwa Raketeneffekt? Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten.
uns. Ich muss ganz nach vorne zur Steuerung. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht. Diesen Ring gezeigt, Mama. Für die besondere Person in meinem Leben. Thank you.
ich überhaupt hier? Warum nicht zu Hause? Bei dir, Anya. Meine Damen und Herren, wir haben ihn! Du hast meinen Sohn getötet! Er hat meinen Sohn getötet! Ruhig! Ganz ruhig! Hinsetzen! Setzen Sie sich hin! Er verdient den Tod! War das nur Show? Und ich bin die Hauptattraktion. Nein, 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 sag ich. Sie müssen mich zu meinem Mandanten lassen. Sehen Sie das? Lesen Sie. Ich darf mich vertraulich mit meinem Mandanten beraten. Soll ich den Richter anrufen? Dann stehen Sie morgen auf der Straße. Also darf ich jetzt zu meinem Mandanten oder wollen Sie es darauf ankommen lassen? Was soll das? Nehmen Sie die Kapuze ab! Sofort, Sie Wichser! Ach, kommen Sie! Wie soll er mit mir reden, wenn er dieses Ding im Gesicht hat? Nicht mein Problem, das bleibt drauf. Ach, meine Güte! Dürfen wir ein bisschen Privatsphäre haben? Oh, Sie sehen scheiße aus, Mann. Verdammt! Als ob Sie bald abnippeln. Wirklich, steht Ihnen nicht gut. Aber hören Sie zu, die Verhandlung ist in ein paar Wochen. Danach wird man sie hinrichten. Die werden die ganze Farce weltweit im Fernsehen bringen. Der Scheiß wird aber so nicht laufen, da wir sie verdammt nochmal hier rausholen werden. Und zwar jetzt. Der Plan mag riskant sein. Denn die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem, aber wir müssen's wagen. Okay? Echt? Unglaublich, was ich alles tun musste, um hier reinzukommen, obwohl ich hier verfickter Anwalt bin. Ich bin wirklich angepisst. Aber ich werde so tun, als hätten sie mich angegriffen. Und wenn die Kackwache reinkommt und sie sucht, schleiche ich mich an und ramme ihm das kleine Schätzchen hier direkt in den Schädel. Ich nehme seine Schlüssel und seine Waffe und dann rolle ich sie zum Aufzug. Niete alles um, was unterwegs auftaucht. Dann runter zur Garage, wo Bombarde, Anya und die anderen mit dem Fluchtwagen warten. Okay, bereit? Möge die Freakshow beginnen. Scheiße. Das tut so weh. Da. Sie haben ja keine Ahnung. Nehmen wir Ihnen das Scheißding ab. Okay. Sobald wir draußen sind, kommt die Verfolgungsjagd. Ein Kugelhagel. Die haben verdammte Panzer. Wir aber haben ein Ass im Ärmel. Wenn wir so weit kommen, schaffen wir es. Schwierig wird der Weg zu der Garage. Hey! Hilfe! Machen Sie die Tür auf! Er hat mich angegriffen, Mann! Hat mir die Nase gebrochen, ist dann durch diese Tür entkommen! Dieser verdammte Terror-Billy, er läuft frei herum! Zurück! Und er hatte Hilfe! Sie kamen durch diese Tür und haben ihn geholt! Das war ein außerirdischer Mann! Schnitt! Schnitt! Oh, Müllermann! Die haben Talent! Die sollten vorsprechen und zum Film gehen! Guter Schuss, General! Wer zuckt noch? Idiot! Der war schon tot, als er das Gebäude betreten hat. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein Liebling, du lieblich. Mund aufmachen. Los. Aufmachen. Genau so. Wie schmeckt das? Psst. Wie schmeckt das Schießpulver der Kugel?
die ihren Freund getötet hat. Wie fühlt sich das an? Magst du den Geschmack? Oh, hören Sie das? Das ist meine Truppe, die ihre Freunde in der Garage angreift. Sie langweilen mich. Ich werde jetzt dort unten meinen Spaß haben. Anya. Meine Familie. Wochen vergehen. Oder mehr. Ich schwinde dahin. Und ich bete für das Ende. Wegen Diebstahls, Zerstörung diversen Eigentums, Unterstützung des Feindes, Folter, Terrorismus mit Atomwaffen im In- und Ausland, Hochverrat und grausamer Morde in tausenden Fällen wurden sie schuldig gesprochen, William Joseph Blaskowitsch. Selbst Männer wie ich blicken dem wahren Bösen nur selten ins Antlitz. Und es schmerzt mich, dass ich sie nur zu etwas so Banalem wie der Todesstrafe verurteilen kann. Tod, Herr Blaskowitsch! Der schnelle, reine Tod! Gerichtsdiener! Der Tagträume. Gestohlen von kalten Winden der Wirklichkeit. Bürger des glorreichen Germaniens, dies ist ein Tag zum Feiern!
genommen. Im Rahmen einer Razzia fand man ihn in einem Bauernhaus außerhalb von Dallas. Mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Und jetzt erfährt dieser gefährliche Kriminelle die Gerechtigkeit, die er zahllosen Opfern verwehrt hat. Wir werden nicht nachgeben, bis der Krieg gewonnen ist! Victoria! 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 Wir wären ein Traumpaar gewesen. Liebster, sie brechen mir das Herz. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Der Glückspilz! Der einzige Kerl auf dem Planeten, der es überlebt, geköpft zu werden! Herr Blaskowitsch, können Sie mich hören? Ah, gut, also Folgendes. Vor einiger Zeit hat Caroline diesen neuesten, biotechnisch erstellten Maschinensoldatenkörper erbeutet. Sehr, sehr beeindruckendes Exemplar. Anja, zeigen Sie es ihm. Gut, William. Seth wird das hier anbringen und verbindet so den Kopf mit deinem neuen Körper. Anja. Bitte, ich bin nicht mit der Jungs. Meine Familie. Also, das ist seltene Kampfausrüstung für Maschinensoldaten, die wir im Einsatz bergen konnten. Nichts davon funktioniert. Aber ich habe genug Material, um eines der Geräte zu reparieren. Sie müssen entscheiden, welches Sie nehmen. Zwinkern Sie einmal für das hier, zweimal für das in der Mitte und dreimal für das dort drüben. Okay, Junge, dann mal an die Arbeit. Ich sediere Sie jetzt. Bis gleich. Also, ich habe das gewünschte Gerät repariert. Liegen? Ihre Flügel zurück. Ich brauche sie nicht mehr. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Teufelsnamen ist der Hippen passiert. Gut gemacht, Max. Unglaublich. Mal sehen, ob Grace was für mich hat. Wofür ich diesen neuen Körper nutzen kann. Die Strahlung da unten ist hoch. Blaskowitsch, finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt. Ah!
Das Regime hat die gestohlenen Daten in der Kommandozentrale. Sie müssen irgendwie da rein. Leskovic, ich kann dich aufsammeln. Steig irgendwo hoch und gib ein Signal. Leskovic, ich seh dich. Bin gleich da. Sie müssen unbedingt auf die andere Seite der Mauer. Suchen Sie nach irgendeiner Öffnung, durch die Sie ins Innere kommen können. Hey, Blasco, ich konnte noch keinen einzigen verdammten Zivilisten ausmachen. Dafür aber jede Menge Regimesoldaten. Ich hoffe, Sie haben mehr Glück. Fergus, Ende. Blaskovic, zum alten American Bank Gebäude. Dort haben sich Horton und seine Leute verschanzt. Finden Sie sie. Gewinnen Sie sie für unsere Sache. Die American Bank. Als wäre der Dollar noch was wert. Bewehren wir. Ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen. Aber die Verantwortlichen bestrafen. Oh, das hier! Ach Gott!
Anya! Gebäude. Wir versuchen noch ein bisschen durchzuhalten, aber diese Typen kommen angeschossen wie Flitzekacke. Terror Billy, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment Gebäude. Deine Mitfang. Helfen Sie allen, an Bord zu kommen. EJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Ihren Ausschau auf Lake Snest. Wir sind auf Bord gelaufen. Ab ins U-Boot. Und der Ausmerzer wir haben den Ausmerzer dann noch. Nachdem Sie jetzt alle hier sind, möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss meine Deckung... Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreib's mir auf. Was habe ich da geschrieben? Und Sie eine... Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Ich werde Sie vergab... Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen! Aber wir werden wieder auferstehen! Scheiße. Ich Die Worte stimmten. Aber Sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskowitz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie... Spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. Ein kaltblütiger Terrorist. Das sind Sie. Und Sie eine Regimehure. Sie Monster. Was haben Sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und Sie töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, in die Psyche dieses Verrückten einzudringen. Dieser verdammten, wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blaskowitz, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Adelinde, übernehmen Sie. Ich bin müde. Aspiranten, wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blaskowitz war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat.
Diese Szene spielt direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blaskowitz steht kurz davor, die Bombe zu legen, die die Kinder im Waisenhaus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja, fangen Sie an. Jeder von Ihnen improvisiert eine Kampfszene. Ist die Wache tot? Beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte. Auf die Plätze! Und bitte! Au! Stopp! Stopp! Ich blute, Miss. Ich brauche eine Pause. Text, bitte. Ich brauche einen Arzt. Text. Dein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Das war schrecklich. Warum? Herr Redfield, bitte. Ihr Auftritt. Hey, Scheißkanzler. Ich schnapp mir deine Odin kurz. Dann dein Ausmerzer. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Luft ist stickig, die Hitze erdrückend. Die Tetsuite für einen kleinen Einbruch. Muss den Generalstab finden und die Odin-Codes für General Engels Schiff stehlen. Rein und wieder raus. Verbrenner.
vielleicht das hier seid ihr alle. Aber von hier aus sieht's aus wie das Paradies. Glückwunsch, Will. Fergus? Fergus! Fergus! Hey, kannst du mich hören? Verdammt, Fergus. Warum musst du immer diesen Arm verlieren? Hab Fergus Arm nicht Ich höre, suchen Sie nach Fergus Arm. Tut mir leid. Hallo. Zwei Teelöffel. Hühnerbrühe, wenn... Leitstände auf dem Außenmerzer. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand die Backbordverteidigung, der Munin-Leitstand die Steuerbordverteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anya. Thank you.
sehen. V-A-L-H-A-L-L-A. Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Seite ist noch ein Schacht. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum Odin-Hauptleitstand. Steuerbordverteidigung deaktiviert ist, kannst du zurück zur Truppenentsendungshalle und den Roboterentsendungsarm hinaufklettern. Ich bin vom Odin-Hauptleitstand. Hier ist einiges los. Komm also so schnell wie möglich. Das muss der Odin-Hauptleitstand sein. Ich komme, Anya. Legen wir los. Kamera 3, nach links in die Totale. Stopp, Günther.
Stopp! Was? Ja. Scheiße. Bleib auf Sendung, Liebling. Nur dann leg mal los. Mein Gott. Spüren Sie ihn kommen, General. Ihren Untergang. Ganz direkt. Erzählen Sie uns über Terror Billys Hinrichtung. Wie war das für Sie? Bestimmt ein ziemlich emotionaler Moment. Nun, Jimmy, ich weiß noch, als ich meinen Säbel schwang und dachte, jetzt sind wir sicher. Terror Billy war eine schreckliche Bedrohung. Ein Dämon in Menschengestalt. Aber ich habe gezeigt, dass selbst ein Dämon unserem Hammer der Gerechtigkeit unterliegt. Wenn Dämonen unter euch weilen, bringen wir sie zur Strecke. Wie William Joseph Blazkowicz werden sie brennen! Das ist keine anständigen Menschen mehr bedroht! Hast du das gehört? Na? Ja, 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 genau! Genau! Wow! Stark! Stark! Hab es gesehen! Es gab eine Menge Blut. Das wird persönlich geregelt. Und es war ziemlich für Sie, Caroline. Ich konnte nur daran denken, wie dieser Mann mir meine Geliebte tat. Was zum Teufel? Sie sind gerade so heilige Scheiße. Kopf abgedreht. Terror Billy! Ich hab sie getötet. Oh, Scheiße. Lady. Wir haben sie nicht drauf. Das wird wohl nicht reichen. Sie sind jetzt unter Wölfen. Das ist unser Revier. Oh ja, Terror Billy. Wer ist hier der Boss? Trailer of Death is back. Quick, excuse me, let me tell you, it is over for you. Trailer of Death is back again. And 2 seconds. And a new world you called on Trailer of Death. Oh my god, you know my heart here. Woo! New world you called in the world 2023 on this year, Trailer of Dead is back! New world you called on the world, Trailer of Dead is back! Shit man, boom, Junge! But it's just a fucking buggy here, yeah, on the ladder, underground, fucking man. This is amazing. This is a greed one, okay, yes, but this is not, this is not perfect one, yes. Excuse me for my English, yeah, my heart. Woo! New world you caught in the world, yes, baby, quick. You world you caught holder, yes, respect, very, very respect, you gentleman. Yes. Trailer of Death is back.
Oh my god, Mann, Junge. Oh my god, the time is 1 hour and 12 minutes and 30 seconds, yes? The world record holder und Quick ist 1 hour, 12 minutes, yes, and 32 seconds, yes. I break this and 2 seconds, yeah, 2 seconds. This is amazing, yeah. Wow, 2 seconds, this is amazing, unbelievable, 2 seconds. T.O.D. Man, boom, Junge, new world record on the wall, 23, yes, oh my god, 2023 is coming for Trailer of Dead. Thank you very, very much for watching, thank you very, very much, I have your new world record on the wall on Trailer of Dead. Thank you for watching, guys, thank you very, very much, thank you, and goodbye, have a good night. Have a good day and look my video on YouTube. Thank you for watching. Goodbye, brothers. Thank you, my friends. Goodbye.